Ja, hallo ihr Lieben. Schön, dass ihr wieder einschaltet hier auf meinem Kanal zu einem besonderen Food Haul heute. Es wird ein relativ kurzer Food Haul, aber mal was anderes. Denn wir waren heute im TK einkaufen. Das ist so ein Laden für Tiefkühlkost. Und da holen wir schon mal TK-Schnitzel und so verschiedene Sachen. Und was ich da heute eingekauft habe, das zeige ich euch jetzt. Und die Preise blende ich euch wie immer, wie ihr das gewohnt seid, seitlich irgendwo ein. Geholt haben wir heute 3 Kilo Hähnchen paniert und vorgegart. Das sind so Schnitten. Ich zeige euch die mal. Das sieht man schlecht. Ich hole mal eine raus. Eine Schere geholt, damit es zügig geht. So. Ja, das sind so panierte Hähnchenschnitten und die sind wirklich ganz lecker. Und die kaufen wir da öfter. Da haben wir jetzt so einen 3-Kilo-Karton von gekauft. Einen extra Platz unten in der Truhe gemacht, damit wir da auch ein bisschen was holen können. So, dann haben wir ebenfalls 3 Kilo Hähnchenbrust paniert und gegart. Mal gucken, wie die ausschauen. Die hatte ich nämlich selbst noch nicht. Ach, die brauche ich auch nicht aufschneiden. Hier ist der ganz durchsichtig. Und das sind so kleine Hähnchenbrustfilets paniert und vorgegart. Und ich packe die dann tatsächlich entweder nur noch in die Pfanne oder ich mache die im Backofen. Schmeckt auch immer sehr gut. Das machen wir tatsächlich öfter. So, und wenn es Pommes gibt, zum Beispiel dann dazu, ab und zu, dann machen wir das auch in der Fritteuse. Schmeckt auch super. Ein mega Knaller-Angebot. Wir haben das Magnum Double Chop mitgenommen. Ich packe mal eins für euch aus. So, da sind 4 Stück in so einem Karton. Na komm, ich möchte ja nur einen Karton. So, jetzt haben wir es. Und die haben sage und schreibe 4 Stück, ich meine 85 Cent gekostet. Blende ich euch natürlich hier ein. Und da bin ich mal gespannt, wie die schmecken. Die werden wir auf jeden Fall hier auf dem Kanal testen. Die Größe haben die. Und da bin ich mal gespannt, wie die sind. Werdet ihr hier auf dem Kanal als Test dann sehen. Ja, wenn wir im TK sind, nehmen wir uns für mittags immer eine Pizza mit. Und zwar für jeden von uns natürlich. Das hier ist jetzt die Pizza belegt mit Calabrese, Salami und Käse. 510 Gramm sind das. Das sind die großen, dicken, ja, quasi amerikanischen Pizzen. Und die kaufe ich dann ganz gerne, denn die sind da immer im Angebot. Ich meine, 1,49 € haben wir jetzt dafür bezahlt. Mein Sohn, der isst immer diese Pizza mit Tomatensoße und Gouda. Ist auch so eine größere, die hat jetzt 361 Gramm. Und ich und meine Tochter haben uns auch diese Calabrese-Salami-Pizza gekauft. Sehr, sehr lecker, ihr Lieben. Und dann ist halt Samstag nicht der Brötchentag, sondern Pizzatag, wenn man mal nach TK fährt. Entdeckt haben wir auch TK-Köttböller, so kleine Frikadellenbällchen. Da sind 800 Gramm drin. Und die kann man dann mal gut in so einer schwedischen leckeren Soße machen oder in einer Bechamelsoße oder auch mit Tomatensoße im Auflauf mitschmeißen. Also da gibt es unzählige Möglichkeiten. Mitgekommen sind diesmal auch Cocktail-Shrimps. Ich persönlich habe die noch nie zubereitet oder so, aber freitags ist ja hier der Fischtag und da kann man auch mal so mit Cocktailsoße auf dem Brötchen oder so, so eine Art Krabbenbrötchen in dem Sinn, nur ein bisschen größer machen.
Dann war da im Angebot der Rahmspinat mit dem Blub von Iglo, habe ich zweimal mitgenommen. Und es war noch anderes Eis im Angebot, mal interessante Sorten. Ein Apfelkucheneis. Ich glaube, 1 Euro hat es gekostet. Ist von Demeter. Schauen, wie die schmecken. Wenn die Eissorten so günstig sind, dann nehme ich schon mal so verschiedene Eissorten zum Probieren mit. Dann haben wir zweimal Salted Karamell, also gesalzenes Karamell mit Macadamia Crunch. Bin ich mal gespannt. Zweimal mitgenommen für mich und meinen Sohnemann. Und für meinen Mann und meine Tochter gibt es Vanilla Chocolate Brownie Chunks. Auch sehr interessant. Die Becher haben 50 Cent gekostet und da kann man das echt mal machen. Ja, das war der Einkauf von Theka. Gemüse habe ich noch so viel, deshalb habe ich diesmal kein Gemüse eingekauft. Und man kann halt immer nur so viel kaufen, wie Platz in der Truhe ist. Ihr wisst, was ich meine. Ist dann oft ein bisschen schwierig, sonst würde ich wahrscheinlich den halben Laden da leer kaufen, denn die Produkte an sich, die schmecken mir sehr gut. Die haben sehr interessante Produkte und ich bin damit tatsächlich immer zufrieden. Jetzt denke ich, hier brauchen wir keinen Aufbau machen, denn mit den Produkten, da mache ich ja nicht viel. Also zum Kochen sind die klar. Die Shrimps, da werde ich tatsächlich mal so mit selbstgemachter Cocktailsoße was versuchen und mal im Salat packen und so. Das finde ich dann doch schon ganz interessant. Ja, meistens freue ich mich hier mit euch dieses Chocolate Double Chocolate Eis zu testen, denn Theka hatte wirklich diesmal gutes Eis im Angebot und da kann man dann tatsächlich auch mal zuschlagen. Diese Hähnchenbrustfilets, die hatte ich selbst noch nicht. Ich werde euch dann berichten, wie die schmecken, ob die lecker sind oder nicht. Den kaufe ich ja öfter, wenn er im Angebot ist, denn der schmeckt 1000-mal besser als der TK-Spinat von Lidl oder Aldi. Und der ist einzeln portionierbar. Das finde ich besonders klasse bei diesem TK-Spinat von Iglo. Aber wenn er nicht im Angebot ist, ist der mir einfach viel zu teuer. Ja, im Lidl waren wir diesmal gar nicht. Ich brauchte einfach nichts. Ich habe ja jetzt oft auch montags noch zusätzlich eingekauft. Und es ist noch genug da, dass man einfach nicht einkaufen brauchte. Deshalb habt ihr heute hier den Futoi von Theka. Und das Futoi, das seht ihr wie gewohnt morgen. Das muss ich noch zusammenschnibbeln für euch. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr einfach beim nächsten Mal wieder einschaltet und euch morgen mein Food Diary anguckt. Ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag. Bis dahin, ihr Lieben. Tschüss.